Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Metro Redux Last Light. Ja, ich bin noch ein bisschen fertig von der letzten Folge. wo ich eigentlich die Folge beenden wollte, aber ja. Hier haben wir direkt ein Journal, direkt was zum Lesen, sehr schön. Ja, ich bin Herr Kecklich, schön, dass du wieder dabei bist. Falls du neu dabei sein solltest, Hallöchen. Ich hoffe, dir gefällt diese Folge. In der letzten Folge, ja, Stealth-Mission können wir nicht, haben wir auch wieder mal gemerkt. Und ja, jetzt haben wir erstmal was zum Lesen. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden. Moskwin weiß, wie man zuschlägt, wo es wehtut. Es mag seltsam erscheinen, aber sie haben recht. Wenn wir keine Einigung erreichen, nicht aufhören zu kämpfen, dann werden wir uns selbst schneller erledigen, als es die Mutanten könnten. Die Kommunisten benutzen den Bunker, der vom Orden gefunden wurde, ebenso wie die Faschisten als Köder. Und das gewöhnliche Volk schluckt ihn mit Haken, Schwimmer und Leine. Und das war's. Krieg. Wohlstand mit Blut erkauft werden. Muss mit Wohl... Mein Gott, warte mal kurz. Ich kann nicht mehr lesen. Wohlstand muss mit Blut erkauft werden, damit die Menschheit der nächsten Generation eine strahlende Zukunft haben kann, muss die jetzige entsorgt werden. Ich kann nicht mehr lesen. Nach diesem Gefecht bin ich sowieso erstmal platt. Huch. Da war irgendwas, ist dann wieder verschwunden. Das sieht aus, als müssten wir da durch. Deswegen mache ich das erstmal nicht. Ich nehme mir erstmal hier die ganze Munition weg. Beziehungsweise mit. Weil wir alles vorhin verschossen hatten. Beziehungsweise in der letzten Folge. Und sind jetzt auf der Suche auch nach Pavel, der uns ja verraten hat. Dieses Verräterschwein, dieses alte Verräterschwein. Und ihn mal zur Rede stellen, weil er Informationen über den Schwarzen hat. Okay. Hier geht direkt schon wieder der Alarm los. Das freut mich natürlich. Ich warte mal hier. Da. Ah, der nimmt noch... Ah, der hat vorhin schon wieder die alte Munition genommen. Beziehungsweise die... Mit der wir bezahlen. Das soll er ja nicht machen. Ah, das ist wieder ein Dicker. Den haben wir weg. Sehr schön. Geht's denn da jetzt da weiter? Hier haben wir wieder einen Schlüssel. Das bedeutet, hier ist irgendwo noch ein... wie heißt es nochmal? Tresor. Okay, da haben wir auch wieder eine rote Tür. Überall rote Türen. Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht mal der Weg, wo wir lang müssen. Sondern vielleicht hier irgendwo. Da müssen wir durch, okay. Hier ist verschlossen, da kommen wir auch nicht rein. Gut, dann könnten wir ja theoretisch nochmal schauen. Warte mal, war hier nicht der Zug? Ah ne, der Zug, der nach nirgendwo fährt, der ist ja schon weg. Gut, wir haben die Munition so langsam voll. Sehr schön. Dann will ich nochmal kurz da hinten schauen. Lalala, 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 lalala. Hier kommen wir aber nicht durch, okay. Das haben wir schon fast gedacht, aber trotzdem, ne, kann man natürlich mal gucken, was hat der auf. Der hat auch schon wieder so einen Kompensator oder was auch immer auf die AK drauf. Nach oben kommen wir auch nicht. Wir müssten hier alles jetzt eigentlich haben. Ja. Der Tresor. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit immer Bunker sagen will. Der Tresor, I don't know, wo er sein soll. Warte mal, da kommt man hoch. Komme ich da hoch? Aha. Da sieh mal einer an. Dann schauen wir mal hier. Vielleicht haben wir ja... Ist das nicht hier der... Ah, ja, guck mal hier. Na. So. Einmal aufgeschlossen und dann her nochmal. Haben wir die, die wir verschossen haben, wieder raus. Oh, hier haben wir mit Schalldämpfer. Geil, die nehme ich mal. Jetzt haben wir die mit Schalldämpfer. Sehr, sehr geil. Kriegen wir das noch auf? Jo. Und mehr haben wir ja auch nicht. Okay, sehr schön. Alles klar, dann können wir weitergehen. Wir haben dann jetzt alles. Jetzt haben wir noch eine AK mit Schalli. Finde ich sehr, sehr geil.
Und dann einmal hier durch. Sehr schön. Oh. Okay. Ich bin noch nicht mal richtig da und schon wieder auf mich geschossen. Ist auch geil, ne? Was denn? Ich verdammter was? Na, sag mal. So, Schnauze. Den haben wir mal gut getroffen hier unter der... Hinter der, was auch immer das sein mag. Ja, ich weiß nicht, ich kenne das Wort nicht. I don't know the word. I don't know the word. So, haben wir hier irgendwo noch ein Journal? Nee, ne? Nee, da haben wir noch eine Kiste. Die können wir auch noch aufmachen. Nochmal ein paar Trönchen für uns. Vielleicht können wir uns ja bald mal eine Knarre kaufen, bevor wir dann uns die ganze Zeit nur Munition holen. Holen wir uns vielleicht mal erstmal eine Knarre. Eine vernünftige. So. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hinter diesen Fässern zu stehen. Aber ich gehe das Risiko einfach mal ein. So. Ja, wir verballern sehr viel Munition immer. Ich weiß halt nicht mehr, wie man die Granaten wirft. Könnte ich eigentlich in der Steuerung nachschauen, aber egal, scheiß was drauf. Wir kriegen das auch irgendwie so hin. So, so langsam kann ich, glaube ich, mal vorgehen. So. Kann er jetzt auch mal sterben, Alter? Der lebt immer noch, ne? Meine Fresse. Junge, wie lange hält der denn aus? Oder ist einer von den Dicken? Ich glaube, das war einer von den Dicken, ne? Junge. Oh. Ist auch bald schon wieder leer. Dann einmal hier. Zack, 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 zack. Einmal aufladen. Na, nehmen die Munition mit. Ah, guck mal, hier war einer von den Dicken. Ich hoffe, wir kriegen hier noch wieder genug Munition raus. So, her damit, ja. So. Sonst haben wir hier nichts. Ne, hier war nur das, okay. Gut. Kann ich mir hinterhängen? Nee, ne? Schade, ich dachte, ich kann da rein und dann kommen da jetzt Leute und dann kann ich ballern, wie so ein Verrückter. Aber funktioniert nicht. Gut. Hier sieht es auf jeden Fall sehr einladend aus, muss man ja auch natürlich sagen. Ich glaube, wir haben ein Journal vergessen, ne? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor, dieses Level-Design hier jetzt. Mit dem Eingang. Na gut, dann, Oh. Der sieht nicht mehr so frisch aus, der Kollege. Den hat's zerrissen. Und jetzt wieder durch so eine Kacke hier. Ich nehme mal die Schrotflinte. Je nachdem, ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwas runtergesprungen kommt. Hallo. Achso, ich dachte, der hätte irgendwas dabei, aber hat er nicht, ne? Nee, auch kein Journal, gar nichts. Okay. Junge. Ich hasse solche Schächte, weißt du das eigentlich? Ich hasse sowas wie die Pest. Da kriegt man immer so Alien, wie heißt es? Alien Isolation Vibes. Uah. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch kein... Ach du Scheiße. Guck dir das mal an hier. Auch kein Spiel für mich. Das wäre überhaupt gar kein Spiel für mich. Dieses die ganze Zeit immer wegrennen und... Ne? Ah nein, wir sind wieder bei den Spinnen, ne? Uah. Bleib unten, sonst okay. Macht dein Gehirn Platsch. Okay. Moment mal, Artyom, bist du das? Hey, wer ist das denn? Miller? Ne. Ach, André, die Waffe schmeckt. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Ah, André, der Waffenschmied, ja.
Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause, zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg, hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche in den Sümpfen. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Was mich betrifft, ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetski Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Most und aus der ganzen roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem zeigt, dass die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch, man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein. Ja, krass. Ich wollte nochmal hier hinten eben schauen, ja, bevor ich jetzt hier... Ja, ich will kurz nochmal... Okay, ich steig ein. Alles klar, Katharina. In Ordnung, Motor starten. Ah, Lea ist okay. Spielwalzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst schneller zu fahren. Es ist ein langer Weg. Du solltest viel Glück. Ah, der hat gar nichts. Okay, umschalten kann ich schneller fahren. Ah, hier kann man auch rein. Okay, also ist das hier so eine Art Sightseeing oder was ist los hier? Okay. Ja. Es ist der Karton, der uns zum Verzweifeln bringt. Okay. Hier können wir noch Sachen mitnehmen. Irgendwas hat der... Hier können wir auch Licht anmachen. Sehr schön. Okay. Aber sonst haben wir nichts irgendwie journalmäßig oder irgendwas. Nee, ne? Hier können wir noch aufmachen. Da haben wir nichts mehr drin. Patronen haben wir alles. Okay. Hier kommen wir auch nicht rein. Das wird ja jetzt hier, ne? Ich bin gespannt. Umschalt schneller fahren. Ich glaube, ich will gar nicht so schnell fahren. Ich bin echt gespannt. Hier kommen wir auch noch rein. Auf jeden Fall eine Tür. Auf jeden Fall eine Tür. Ja, das sind diese Spinnenwanzen, ne? Ja, ja. Es ist sehr unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Okay, schauen wir mal. Oh nein. Ach du Scheiße. Will ich da unbedingt rein? Ich muss wahrscheinlich, ne? Du willst wahrscheinlich sehen, wie ich hier reingehe. Oh Gott. Also diese Gänge sind ja gar nichts für mich. Warte mal, kann ich nicht gleichzeitig auch den machen? Dann können wir hier das alles mal ein bisschen zerbrennen. Ich meine, wir haben ja gesehen, hier war vorhin auf jeden Fall eins. Irgendein Moped. Da ist es. Morgen.
Alles klar, meine Liebe? So, damit haben wir schon mal einen down. Aber da, wo die sind, gibt es natürlich noch mehrere. Da haben wir auch wieder einen. So, den haben wir auch weg. Komm her. Komm her, du alte. Du altes Viech, du. Ich hab keine Angst vor dir. Na, ich muss mal kurz ein bisschen zurück. Oh Gott, das ist ja eine richtig dicke. Das ist ja eine richtig dicke, guck mal. Ach du Scheiße. Haben wir? Haben wir auch. Kurz nachladen. Ah, guck mal. Uah. Ja, ja. Ja, 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 ja. Solange keine von hinten kommt, ist alles gut. Da sind wir noch ein bisschen safe. So, haben wir. Haben wir auch. War es das dann auch hier? Nee, ne? Da kommt auch schon wieder so ein Viech raus. Oh, von hinten oder was? Ich hoffe nicht. So, haben wir. Ah, boah, Alter, die sind so eklig. So. Haben wir auch. Die Frage ist, wo geht es denn hier hin? Was finden wir denn hier? Müssen wir hier überhaupt lang? Ja, da hinten. Wir konnten da irgendeinen Schalter machen. Hier sind einige unterwegs. Komm schnell. Ah, scheiße, die sind direkt hinter mir, ne? Ja, 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 sind direkt hinter mir, 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 sind direkt hinter mir. Ah, jetzt haben wir Licht angemacht. Sehr geil. Schildkröte, sorge dafür, dass 10 Spinnen auf dem Rücken landen. Okay, ist natürlich auch geil, die Knarre. Hat die sogar einen Schalldämpfer drauf? Ja, ne? Nein, die hat keinen Schalldämpfer drauf. Okay, aber ich nehme die einfach mal mit. Ah, gut, jetzt haben wir hier Licht, dann können wir ja ein bisschen durchatmen jetzt. Ich nehme trotzdem nochmal das Feuerzeug zur Hand, damit wir hier mal ein bisschen schneller durchkommen. Hallo? Weil ich weiß gar nicht. Ob es überhaupt der Weg ist, ne? Dieser Weg wird kein leichter sein. Ah ne, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Glaube ich. Können wir da rein? Nee, ne? Nee, da können wir nicht rein. Okay. Okay, krass, haben wir gemeistert. Und dann könnten wir, glaube ich, theoretisch, ich weiß gar nicht mehr, wo wir reingekommen sind. Nee, da sind nur diese dicken Viecher rausgekommen, ne? Diese richtig dicken Viecher. Okay. Dann hätten wir, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich guck nochmal, ich guck nochmal nach, ne? Pass auf. Wir brauchen ja jetzt sowieso keine Angst mehr haben, aber ich glaube, wir haben jetzt alles mitgenommen, außer den Kollegen. Ne, dann gehen wir hier einfach nochmal durch. Ah, diese Spinnenviecher. Und es sind tatsächlich Spinnen. Haben wir ausgetauscht. Hier können wir auch nichts mehr machen. Da können wir das noch nehmen. Ach, der nimmt die... Ach, das ist eine Pistole mit einer Schrotmunition. Okay, krass. Ja, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Hier, ne? Aha. Gut. Rein ins Moped und weiter geht's. Er hat gespeichert. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Da bin ich mal gespannt.